Winterfreuden auf dem See Ozero-Mochok in der russischen Teilrepublik Dagestan. Das Gewässer gefriert jedes Jahr und zieht Eisläuferinnen, Spaziergänger und Schlittenfahrerinnen gleichermaßen an. Der See liegt im Kaukasus an der Südwestspitze Russlands zwischen Georgien und dem Kaspischen Meer. Er ist 500 Meter breit und doppelt so lang und entstand in den 1960er Jahren durch einen Erdrutsch. Die Landmassen stauten einen kleinen Fluss und füllten die Schlucht mit Wasser.